Fast jeder sechste Hesse hört schlecht. Nach Schätzungen des Gehörlosenverbandes gibt es rund 1 Million hörbehinderte und schwerhörige Personen in unserem Bundesland. Damit all diese Menschen unser Programm besser verfolgen können, wird die Hessenschau ab morgen jeden Tag mit Untertiteln gesendet. Über die Videotextseite 150 können Sie sich diese Untertitel auf den Bildschirm zaubern. Und wie das aussieht, das sehen Sie jetzt schon im folgenden Hessenschau-Film, denn geübt wird schon seit Wochen. Kurz vor 7:30, die Hessenschau geht los. Anspannung in der hr-Untertitelredaktion. Seit ein paar Wochen üben die neuen Redakteure im Funkhaus in Frankfurt, wie das Landesmagazin am besten untertitelt werden kann. Alle Reportertexte der Hessenschau müssen in das zweizeilige Untertitelformat gebracht werden. Bisher haben wir nur ausgewählte Sendungen untertitelt. Das waren vor allen Dingen Spielfilme, Fernsehfilme, Tatorte, auch Dokumentationen. Neu ist, dass wir jetzt Magazin untertiteln, nicht nur die Hessenschau live, sondern auch andere Sendungen, die wir für die ARD produzieren, wie Plus Minus. Die besondere Herausforderung bei Live-Sendungen wie der Hessenschau sind Studiogespräche. Dazu muss extra eine Redakteurin den Inhalt des Gesprächs zusammenfassen und nachsprechen. Was sie sagt, wird dann auf dem Bildschirm sichtbar. Das ist eine Anlehnung an den Gründer. Das heißt, für den deutschen Kunden und für eine deutsche Traditionsmarke wie Opel. Man muss schauen, welches. Eine Arbeit, die hohe Konzentration erfordert. Man muss den Gesprächspartnern sehr genau zuhören. Man muss gleichzeitig das, was die Gesprächspartner sagen, sehr kurz und knackig übersetzen. Ein Angebot für knapp 25.000 Gehörlose und Hunderttausende Schwerhörige in Hessen. Der Landesverband freut sich auf die Hessenschau. Mit dem neu erschafften Angebot ermöglicht das Menschen mit Hörbehinderung zeitnah Informationen mitzufolgen und auch entsprechend mit anderen darüber zu diskutieren. Das wird der HR ab morgen ermöglichen. Deshalb hat sich der Sender bewusst für die Untertitelung des Landesmagazins entschieden. Die Hessenschau ist die wichtigste Informationssendung. Die Hörbehinderten müssen jetzt auch ein Drittel des neuen Rundfunkbeitrags zahlen. Dafür kriegen sie eine Untertitelung in der ARD. Aber wir wollen in Hessen den Schwerpunkt auf die wichtigste Informationssendung setzen und wollen damit zeigen, dass unser Programm für alle, also auch für die Hörbehinderten, da ist. Im HR-Text muss man einfach nur die Seite 150 anwählen. Dann können Sie ab morgen die Hessenschau nicht nur sehen, sondern auch mitlesen. War wohl unvermeidlich einziger. Tja, vielleicht werden wir auch mal unverständlich reden oder geredet haben. Die Untertitel für den Sport sind bestimmt eine besondere Herausforderung. Da geht's ja oft rasant zu. Daniel Weiß im Studio. Und